Warum fällt dieses Ewigkeitsphantasma, dieser Schleier des vertikalen Weltvorstellungsbilderstroms zusammen mit der Notwendigkeit der Gegenkompensation zur Erfindung einer maximalen Aufspreizung von Raum und Zeit für Strategieplanungen, für Vorsorgeplanungen als Kompensation der Unmöglichkeiten von zerwürfelter Sexualität, Frigidisierung, Unmöglichkeiten der Geburt, indem die Unmöglichkeit durch erneute Unmöglichkeit aufgehoben werden soll. Genauso wie eben an dieser Grenze des Sichersten, das entsteht, sich das Ganze aufspreizt und zum das darf doch nicht wahr sein und das darf unter keinen Umständen geschehen. Und also erschaffen wir uns eine Welt, eine Weltvorstellung, die nie enden wird, können, dürfen.